Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. In der letzten Folge haben wir da angefangen, unsere kleinen... Ja, ich bin noch nicht sicher, was zu bauen. Das da ist auf jeden Fall unsere Roboterwerkstatt. Was das da ist, bin ich mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich packe ich da Rüstungswerkstatt rein. Also ich nehme die Ammo-Workbench hier. Und dann packe ich da wahrscheinlich die ganzen Rüstungen rein. Ist zumindest gerade der Plan. Ich glaube, ich mache das wirklich. So. 26 davon kann ich bauen. Dann würde ich... Ich fange hier an. Oder? Mal gucken. Eins. Wo? Drei müssen es ja immer sein. Pro Rüstung. Das wir haben da Leder. Metall. Metall. Dann. Kampfrüstung. Und Zündrüstung. Das sind dann auch wieder drei. Ja, dann kann ich halt wirklich hier einfach hin tun. Easy. So, dann mache ich hier die Kampfrüstung hin. Hallo? Nicht hier die Kampfrüstung, hier mache ich hier die Werkbank hin. So. Und dann könnte ich mir theoretisch hier die Schränke holen, wenn die dann hoffentlich noch hinpassen, und pack die direkt daneben. Passen die rein? Nein, die passen hier nicht rein, oder? Doch, sie passen gerade so hier rein. Warte, warte, warte. So, guckt er hier durch? Nein, der guckt gerade so nicht durch. Und dann den anderen direkt daneben, wenn das geht. Und passt er? Der passt da auch noch daneben. Nice. Dann habe ich hier mich meine Rüstungswerkstatt. Und ich glaube, wenn ich das hier weit genug zur Seite schiebe. So ungefähr. Und das hier auch mache. So, so. Und so. Kriege ich da noch die Power Armor Halterung dazwischen? So, eine Sache, die ich noch mache, ist, ich mache hier noch die Companion Rüstung hin, also die von meinem Begleiter Rüstungen. Das ist fast schon Atelier quasi. Wenn ich das hier noch weiter zur Seite schiebe. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich hier noch an alles rankomme. Ja, hier komme ich noch an alles ran. Hier komme ich ran. Okay, ich muss jetzt wirklich mal gucken, ob die dahin passt. Ob die die Rüstungswerkbank. Die Power-Rüstungswerkbank. Hier reinpasst. Da. Nein, nicht Cages, sondern Craft. Würde die hier zwischenpassen? Es gibt noch eine zweite Power Armor Rüstung, und die gibt es, glaube ich, erst in Fallout 76. Die gibt es hier noch nicht. Nämlich die, die ein bisschen weniger Platz einnimmt. Ja, wie mache ich das mit der Power Armor Rüstung? Ich glaube, ich möchte hieraus halt wirklich so einen reinen Waffen-Workshop machen aus der Garage. Dann bräuchte ich aber irgendwo noch eine Power-Rüstungs... Ich mache hier aus der Power-Rüstungswerkstatt. Was habe ich denn noch so an Gebäuden-Prefab? Ich habe die Warenhäuser.
Nee, das würde ich nicht nehmen. Warenhaus. Barn. Barn habe ich aber auch nur eins. Davon gab es auch nur eine Variante, ne? Ja. Scaffolding. Mein passt das? Theoretisch glaube ich schon von der Größe her. Passt das da drumherum? Ja, es passt von der Größe tatsächlich. Ist ja wahrscheinlich eher eine dämliche Idee. Was habe ich hier nochmal an Prefabs? Die sind nicht hoch genug, kann das sein? Sind die hoch genug? Die... Ja, nicht so. Hoch? Was wird das denn für ein Gebäude sein? Das ist, was ich immer als Lagerhäuser benutzt habe. Mittlerweile auch eher nicht mehr so. Die habe ich in Sanctuary immer gebaut. Mittlerweile aber auch nicht mehr. Concrete. Ja, dafür habe ich halt kein Concrete. Ich überlege halt gerade, ob ich den hier doch woanders hin mache. Oder hier irgendwie Platz frei schaffe. Was? Ihr beiden, ihr könnt übrigens ein bisschen weiter in die Richtung. Wenn ich hier so viel Platz noch dazwischen habe. So. An die Wand hier ran. Das Problem ist, selbst wenn ich die da hinkriege, das Problem, was ich damit habe, ist, was habe ich eigentlich hier? Hier habe ich meinen Raum, ja, stimmt. Hier habe ich mein Bett. Okay, das Ding ist, das Problem, das ich habe, selbst wenn ich die da reinkriegen sollte, ist, dass ich dann nur eine von den dreien kriege. Ich hätte halt wirklich gerne eine, wo ich tatsächlich mehrere Power-Rüstungen reinstellen kann. Wenn ich mir die jetzt hier nehme. Ich sag jetzt, das ist meine Hauptrüstung. Die steht hier. So. Das ist immer noch nicht gerade. Ist das gerade? Es ist einigermaßen gerade. Und dann nehme ich mir hier. Wie viel kann ich gerade bauen? 32. Okay, das geht ja. Ah, jetzt hat die Frage, ist selbst dieses Gebäude überhaupt groß genug? Wenn ich jetzt sage, ich mache das stattdessen hier an die Wand. An die, wie viel kriege ich dann nebeneinander? Erstmal, das ist nicht gerade. Wenn ich jetzt hier so ein paar nebeneinander stelle, okay, ich kriege pro Seite ungefähr 3 Stück hin. Auf der Seite eher 2, weil da hinten ist ja noch eine Tür, die ich vielleicht nicht zubauen sollte. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Kriege ich vielleicht sogar beides hier drin unter? Theoretisch? Schon. Praktisch? Weiß ich nicht. So. Bei der Tür ran kann ich das noch ein bisschen zurück. Ohne dass es direkt aus der Tür rausgeht. Wo durch die Wand guckt. Flippt.
Ich meine, theoretisch geht das. Theoretisch geht das, es sieht aber trotzdem Mist aus. Nein, den will ich nicht abbauen. Den hätte ich gerne behalten. Ich lagere die mal ein. Es ist alles nur nicht so wirklich das Wahre. Es ist alles nicht das Wahre. Das ist absolut nicht gerade. Das ist absolut nicht gerade. Schon besser. So kurz. Ich glaube, das ist etwas wert zu bauen. So. Es ist eine Power-Rüstung. Solltest wissen, was das ist. Es ist jetzt nicht so revolutionär. Und noch nicht so ungewöhnlich zu sehen. Im Wasteland. Wo ist mein zweiter Fire-Gecko? Ich glaube, die Power-Rüstung muss ich mir noch was überlegen. So. Ich glaube, ich mache dann wirklich später hieraus eine reine Waffenschmiede. Dass hier dann auch nichts mehr drin ist von wegen Rüstung. Und haben hier hinten meine Rüstungswerkstatt. Das hier kann ich erstmal zumachen. Und das hier. Das hier kann ich ausstatten. Ich hätte die andersrum anordnen sollen. Und weißt du was? Ich mache das auch einfach. So. Jawohl. So, und wo habe ich denn jetzt meine Leder? Da, Leder Mark 1. Mark 1, Mark 1, Mark 1. Mark 1. Mark 1 war nämlich. Fangen denn hier an mit Leder? Zack, 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 zack. Das ist Leder Mark 1. Wieso ist der nicht markiert? Was ist damit? Das ist das. Nee, natürlich umgekehrt. Das ist das hier aus der anderen Perspektive. So. Ich muss nicht mehr da hinten hinlaufen. Das ist ja jetzt hier. Soll ich direkt schon wieder weglatschen? Ja, wieso? Right Leg. Ich habe immer noch keinen Kleber. Sollte sich die Waffen nehmen. Und dann die und die. So, das ist eine leichte Lederrüstung. Dann. Die Metallrüstung. Wo ist Left Leg? Metal LL, wo ist Metal Left Leg? Metal Left Leg. Ja, aber ich hätte gerne eine normale. Aber ich habe noch keine. Hatte ich von Anfang an bei Metall
Eine legendäre jetzt direkt. Metal Left Leg. Metal Mark 1 Left Leg. Und natürlich auch hier Minuteman drauf. So, dann habe ich hier Metall Mark 1. Obwohl, was ich hier sogar noch machen kann, ist, ich habe ja sogar Metallhelme mittlerweile. Eins. Und das ist die Helmet. Und auch da kommt das. Nein, nicht Nuka Cherry, sondern Minuteman. So. Weil die haben tatsächlich auch einen Helm. Obwohl, was ich bei den mit was ich durchaus machen kann bei den ja, das kann ich durchaus machen bei den Lederrüstungen, dass die ein Hardhead bekommen. So, so, dann wird dann die mittlere und dann schwere Lederrüstung und dann hier mittlere, schwere Metallrüstung, leicht mittlere und schwere Kampfrüstung und leicht mittlere, schwere Zündrüstung. Na, richtig. So, Metall, diese Kampfrüstungshelme haben wir beide immer noch nicht. Aber die finden wir auch schon noch. So. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier noch Live and Love. Habe ich vorhin nicht reingepackt, weil ich muss mir neu laden. Nachdem ich aus Versehen meinen Kippen verkauft habe. So, zack. Der hat immer noch ein Licht. Wo kommt denn? Warum ist da immer noch Licht? Was soll das denn? Wo kommt denn das Licht jetzt her? Das hat. Hi, was machst du da oben? Ich frage einfach nicht. Und wieso bist du nicht im Käfig? Ah, was ist los mit euch allen? Irgendwas stimmt mit all denen nicht. Alle von Dämonen besessen. So, ich gehe mal kurz pennen. Bis es wieder Tag ist. Und hoffentlich der Regen aufgehört hat. Blub. Hallo. So, und dann habe ich diesen Effekt bekommen. Da hinten ist der zweite Feuergecko. Ich habe ihn gefunden. Er ist hinterm Käfig. Hallo, so, die ganzen Hunde. So, denn, was machen wir jetzt? Ich wollte nochmal rübergehen und gucken. Erstens haben die da wahrscheinlich nicht mehr genug Betten, Essen und so weiter. Ich wollte auch gucken, ob die mittlerweile Mais angebaut haben. Hast du jetzt die Tür wieder aufgemacht? Zum Glück nicht. Ja, die letzte Folge und diese Folgen sind ein bisschen Bastelfolgen. Kleinigkeitenfolgen. So. Erstmal Geld. Und dann, ihr habt ja halt nichts an Lebensmitteln, ne? Aber das macht doch irgendwo Sinn. Schließlich habt ihr zu wenig. Kann ich irgendwas anbauen gerade? Nö, ich habe nichts dabei zum Anbauen. Was habt ihr gerade noch so genug? Betten habt ihr auch nicht mehr genug.
ehrlich, so ein Nachbarshaus kann dafür auch ruhig mal weg. Weg, weg. So, einer meiner alten Nachbarn hat jetzt kein Haus mehr. Nicht so, als würde der Nachbar noch existieren. So. Und zack, jetzt haben wir eigentlich auch schon wieder genug Betten hier. Diese Betten halten aber nicht sehr, werden aber nicht lange reichen. Hallo. Ich glaube, ein paar Sachen sind respawned, kann das sein? You're gonna drag that junk around. Ja, was dagegen? So, hier wird auch mal. So, this is Sanctuary. Darling, I must say, I love what you've done with the place. Noch habe ich nicht viel damit gemacht, tatsächlich. So. Ist hier was gewachsen? Kann ich was ernten? Jawohl, ich kann hier ernten. Das Tor, da ist das Tor. Seems to be growing well. Ja. Well enough, you mean. So, platzieren wir noch ein bisschen mehr Futter hier. Wir wollen ja, dass hier die Leute zumindest überleben. Also mindestens. Ich würde gerne noch mehr Korn hier anbauen. Am liebsten halt auch noch Weizen. Und dafür die die Kürbisse und Melonen können von mir aus weg. Dafür hätte ich halt hier gerne Tomatoes. Also Potatoes, Mais und Razorgain und Mutfruit. Weil dann habe ich halt immer das Zeug da, was ich brauche für Kleber. Wenn sie das halt in Überproduktion produzieren, dann landet es nämlich in der Werkbank. Die haben halt den Verbrauch und die haben halt. Ja. Es ist zum Beispiel die Überproduktion am Wasser, die sie hatten. Wo habt ihr diese Komponente? So, Flares bekommt man hier auch immer. Die bringen uns aber halt noch nicht viel, weil wir noch nicht viele Settlements haben. Je mehr Settlements wir haben, desto mehr bringt uns das, dass wir die hier dabei haben. Die, nein, nicht das da, sondern die hier, die Signalpistole. Die bringt uns mehr, je mehr Settlements wir haben. Und jedes Settlement hat eine gewisse Reichweite, in das sie Minutemen entsenden können. Und je mehr wir haben, desto mehr können wir. Ja, desto größer, desto mehr von der Map wird abgedeckt durch die Settlements. Apropos Settlements. Wie geht's eigentlich unseren Settlements? Die Abernathy Farm hat keine Verteidigung. Grey Garden hat keine Verteidigung. Green Top Nursery hat keine Verteidigung. Hangman's Alley ebenfalls nicht. Sanctuary Hills. Hangman's Alley ist übrigens so eine, wo ich sagen würde, da würde ich zum Beispiel Piper zuweisen als Anführerin. Weil Hangman's Alley, ganz ehrlich, Hangman's Alley ist mit am schwierigsten zu besiedeln von den Settlements. Weil es den wenigsten Platz hat von allen Settlements. Da würde ich dann tatsächlich sagen, da muss ich einen Dings nutzen, einen Settlement Blueprint. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das schon kann. Man kann nämlich in zum Settlement tatsächlich so diesen City Planners Desk, ich glaube, den habe ich in Fallout auch schon gebaut. Wusste nicht, dass du manchmal summt. Man kann da nämlich einen Blueprint zuweisen an diesem City Planners Desk. Und dann baut die Stadt sich quasi von alleine. Dann hast du halt die Stadt in mehreren Stufen und du musst den Anführer zuweisen. Quasi den Bürgermeister zuweisen. Und dann upgradet die Stadt sich von alleine, baut die Plots alleine. Also auch plant die Plots alleine. Und so weiter und so fort. Warte. Schön, dass die Sachen hier immer respawnen.
Das heißt, der Kleber ist oben auch respawned. Das wäre halt nicht schlecht. Kleber wäre ganz gut. Kleber, das. Das, das, das. Warum? Weil ich es kann. Kürbis. Was haben wir hier drin? Donutmix. Kann ich alles gebrauchen. Das hier erweitert sich übrigens auch mit der Zeit. Während die Mission weitergehen. Hallo. So shall thy poverty come as one that travels, and they want as an armed man. I saw a farmstead overgrown with rot. The crop was gone, not because it was never planted, but because it was never tended, because the fence was never mended, and so beasts of nature took the crop for themselves, because the weeds were never plucked, and outgrew the crop which withered and fell to decay. I asked the farmer why his field was in such a state, and he told me that he hadn't really paid it any mind. It was, after all, hard to see the yard from his bedside. Even here, sloth is abundant. There is work to be done in this town if it is to be the shining light our father wishes for. And don't be slothful with your holy soul. Purge the weeds of sin from your garden. And repair the damage of slothful inactivity. I will humbly assist with the gardening of your soul by hearing your confessions for the next little while. By the way, war das denn nicht auch eine Quest tatsächlich mit ihm? Weil ich will das nochmal, oder war das ein Miscellaneous? Es war doch eine Quest, dass wir bei ihm... Nein, All Time Origin ist was anderes. Das ist eine andere Quest. Ah, egal, ich rede jetzt einfach so mit ihm. Hey there. How are you this day? Ja, das siehst du. Es war tatsächlich. Oh, kommt jetzt mit. I haven't seen you in our church for some time. Perhaps you should stop by soon. Ah, nee, kommt er doch nicht. Was hat der hier? Settlement Recruitment Beacon. Wir sind genau an der, der Edge zu dem Recruitment Beacon von unserem Settlement. Alter, die geht's aber hier oben gut. Ist das dein? Ui, hallo. Ey, die geht's hier richtig gut. Holy shit. Wenn das mal nicht die Raider rausfinden. Also, for your sake, hoffen wir es mal, dass sie es nicht tun. Hast du Kleber? Ja, du hast Kleber. Rubber brauche ich nicht. Ist das hier eine Charity? Weil ich bin echt im Bedürftig. Ich bin echt bedürftig für Kleber. Ja. Was geht denn mit dem? Okay, dem geht's halt echt gut hier hinten. Aber okay, also seit wir das letzte Mal hier waren, hat er hier ordentlich was aufgezogen. Wie hat er das in so kurzer Zeit hinbekommen? Alleine? Der hatte doch 100 pro Hilfe von Jake drüben. Stimmt, mir verliert das auch, was da oben alles zu ist. Hallo. Hello, child. Is there something you need? Nein. Ich mochte deine Predigt gerade. Oh, Confession Move. Look at this. All this walking's wearing me out. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen.
Und bis zur nächsten Folge. Bye.